Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde WoW Battle for Azeroth. Wir waren fleißig, sehr sehr fleißig. Wir haben hier einiges niedergekloppt. Und ja, jetzt holen wir uns erstmal... Ah, guck mal. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Belohnung ab. Fertenleserburg. Die Metrodons müssen sterben. Es sieht so aus, als ob Fertenleserburg auf das, was sie hier überfallen hat, nicht vorbereitet war. Er ist übersät mit kleinen Einstichen und Wunden. Zu eurem Glück hat er seine Wertsachen scheinbar in seinem Hut versteckt. Alter. Alter. Ernsthaft? Oh mein Gott, ich dachte, es gibt Folgequests, dass ich für ihn irgendwie... Du bist doch nicht tot, oder? Na gut. Ein Worge, der auf Jagd geht. Ist auch... Hat so einen leichten Hauch von Ironie, oder? Ich frag ja nur. Huch, wo sind denn alle? Alle beleidigt jetzt? Was ist hiermit? Moment. Es ist ein Träumchen, ey. So, Erak, der Wunderbare. Ein Dorn im Auge. Erak scheint einen Pfeilhagel von hinten erledigt zu sein. Verstörenderweise fehlen einige Teile... Was? Fehlen einige an der noch frischen Leiche. Kann ich nicht lesen? Verstörenderweise fehlen einige Teile an der noch frischen Leiche. Aber zum Glück befindet sich sein Wetteinsatz noch in dem Leichnam. Alter, das ist... Ah, okay. Ich bin so dumm. Das hat mit dem Dings gar nichts zu tun, mit diesen... Na, mit diesen Typen, die ich da aufgelesen habe. Das sind die Leute, die... Ah, okay. Ich bin so blöde. Ich dachte, ich habe in der letzten Folge hier diese komischen Jäger aufgelesen, die halt Bären fallen und die halt gejagt wurden selbst. Die Jäger, die zum Jagen wurden, gell? Und ich dachte, das sind die hier, aber... Ja, schade. Habt ihr gut versagt, ne, Kinders? Wo ist... Moment mal, wo ist denn Nissingberry? Sandala ist immer da. Gut, willkommen zur großen Jagdblutelf. An diesem Ort zählt alles, was Beute... Was? Alles als Beute, was sich bewegt. Hier ehren wir die, die mit den schönsten Trophäen von der Jagd zurückkehren. Er ist zurückgeworden? Danke, dass ihr ihn auf den Weg gebracht habt. Wildhauer hat lange Jahre über diesen Hügel gewacht. Ein Tier, das vorhat, in seinen Fußstapfen zu treten, wird es schwer haben. Ja, gut, das juckt mich ein Scheiß. Ich will jetzt nur erstmal hier das hier haben. Tada! Ja? Jetzt habe ich doch richtig, ne? Ja, danke. Jagd auf König Katal. Erfolgreiche Jagd, ja. Beeindruckend, der König wurde vom Thron gestoßen. Ja, beeindruckend auch die Resonanz. Gesucht Tengor und Nolik Swan. Seit ewigen Zeiten kämpfen die zwei schon um die Vorherrschaft. Sie werden die Dschungel von Zandala nicht länger stören. Also eigentlich, nachdem ich die umgekloppt habe, sind sie wieder aufgestanden und haben sich einfach weiter verhauen. Also, just saying. Hui, Artefaktmacht. Raubtierhaft. Wir sind absichtlich zurückgelassen worden. Da wollte wohl wer, dass wir die finden. Ah, das sind die, ne? Jäger halt. Nur Jagden wurden. Jagd auf den Jäger. Euer König der Jäger, Nissingberry, wird auch eine hübsche Beute abgeben. Ich hätte schon dran gedacht, ihn selbst zu jagen. Aber jetzt ist ihm jemand anderes auf der Fährte und das ist ein echt gefährlicher Jäger. Wenn ihr euren Jägerkönig retten wollt, müsst ihr ihn schnell aufspüren. Wenn er ein Lager aufgeschlagen hat, ist es vielleicht schon zu spät. Wer sich mitten auf Präsentierteller setzt, braucht sie nicht wundern, wenn er ins Glas beißt. Oder ins Gras. Zuletzt ist er, glaube ich, in Richtung Westen gegangen. Sucht nach Hammett Nissingberry. Lasst euch nicht kalt erwischen. Gut, hier? Das ist jetzt nicht allzu weit weg. Das kann ich noch vereinbaren. Aber wahrscheinlich wird es wieder ein Spießrutenlauf. Und ich wollte ja eigentlich noch nach Algorup. Weil sich das sehr merkwürdig anhört. Aber gut. Algorup, boah. Ah, nee. Hui. Hui. Tötet aggressive Wildtiere. Was meinst du, was ich die ganze Zeit hier schon mache? Also jetzt mal im Ernst, ne? Mal was anderes. Tötet aggressive Tiere. Und dieses Räuspern, ne? Das ist echt so nervig. Hallo. Problem an der Wurzel packen? Nö. Hatte ich jetzt nicht vor. Sag mir nicht, du bist jetzt oben.
Überhalb dieser. Oh, das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer brennt noch immer. Nesingberry muss erst vor kurzer Zeit hier gewesen sein. Okay. Wir müssen ihn retten. Das ist ja mal eine neue Art von Herausforderung. Ach, ernsthaft? Ernsthaft, Uschi? Und Bärbel? Uschi und Bärbel, die Scherzkekse aus dem Dschungel, ey. Das ist zu weit entfernt. Danke. Zwergenfalle. Ja, diese Falle scheint speziell für zwergische Beine entwickelt worden zu sein. Hey, Baby. Wir kommen der Sache auf die Spur. Komm, Bärbel. Ich muss näher ran. Bärbel will mich wieder hauen, richtig? Ich sehe das doch. Ich sehe es in deinen Augen. Hör doch auf. Kein Blitzschlag. Nicht von dir, mein Freund. Nicht von dir. Ernsthaft. Ernsthaft. Geh weg. Du gehst weg. Du gehst auch weg. Weg, Mann. Leute. Nee, gerade. Oh, das Gewehr. Ihr bemerkt, dass das Gras unter diesem polierten Gewehr nur leicht niedergedrückt ist. Es kann noch nicht lange hier liegen. Sein Lauf scheint nach Nordosten in Richtung einer nahen Hütte zu deuten. Mach mich auf den Weg. Na, sieh mal einer an. Na, aber trinkst du denn hier rum, hä? Nichts geht über diesen frischen Kiefernduft im Wind. Och, da gibt's noch einiges. Ihr hättet nicht kommen sollen. Warum nicht? Alter, hol ihn doch erstmal runter. Kopfjäger Joe. Er sagt, er würde euch jagen. Ich bin nicht die Beute, sondern der Köder. Hinter euch, tötet Kopfjäger Joe. So, was kriege ich denn dafür? Ein Dolch. Er sieht gut aus. Allzeit gute Jagd. Oh ja, Baby. Komm raus zum Spielen, kleiner Blutelf. Ja? Ja. Glaubst, ich sehe dich. Aber ich sehe dich. Ich werde dich für die Entführung meines besten Freundes erleben. Ah, versuch's. Try me. Try me. Sag vom Sandy Hallo von mir? Sag es ihm selber. Tretet vor. Nicht so schüchtern. Oh ja, ich trete. So, mein Kumpel. Pass auf, wo ihr hintretet. Pass auf, wo ich dir meine Faust hinein verpflanze. Ja. Wow, du bist ja richtig gut. Alter. Guck mal, kann ich auch. Ich brauche ein gut, ne? Lachhafter Vollidiot. Boah, wie ich solche... Boah. Leute, die hat Maul aufmachen und meinen, die können was, dann so ordentlich auf Fresse fliegen, gibt's ja im Real Life wirklich mehr als genug. Ah, sind sie meine Liebsten, ey. Emmet, komm da runter. Könntest du bitte? Ein guter Tag für die Jagd. Ich danke euch, Schurke. Ich werde in Zukunft ein Auge auf euch haben. Wieso nur auf mich? Hä? Und lieber ein Auge auf dich hier. Weidmannsheil. Was? Tja, das war weinlich. Wenigstens habt ihr mein Gewehr gefunden. Ich möchte das hier essen. So. Das war's? Mehr muss ich jetzt nicht? Das war's? Wir könnten da nass mir. Ach so, das ist raus. Okay. Gut. Talgrub? Würde ich sagen, ne? Was ist hier? Komm, pass auf. Wir laufen jetzt
Richtung Tal grob, so wie wir es ganz zu Anfang vorhatten. Ja, du kannst mir ja gepflegten Hobel blasen. Nee, komm, habe ich jetzt keinen Bock drauf, sorry. Ihr seid mir einfach zu nervig. Nee, bei aller Liebe, aber nö. Komm. So, la, wir sind auf Hälfte. Alter, wir haben es bald geschafft. Wir sind... Das... Cool, das hier wird bestimmt lustig noch. Vielleicht. Ich weiß es nicht, aber wir gehen jetzt erstmal. Ne? Tal grob. Wir sind auf dem richtigen Wege. Da siehst du, was habe ich gesagt? Die kämpfen doch schon wieder. Ey, hört auf. Hallo. Hallo, man kann doch reden. Oh. Ich werde eurer Mama da Bescheid sagen. Ich sag das, eurer Mama. Ich schwör. Super, hier war ein Totem. Und trotzdem habe ich keinen Boost bekommen. Ah ne, komm, hier gibt's. Achso, ja. Hui. War doch hier richtig, ne? Ja, ist eine richtige Straße. Ah, guck mal hier. Ihr kennt mich. Ihr wisst es. Ich kann nicht. Kann ich aus meiner Haut. Hui. Oh, eine Quest nach der anderen. Eine Quest nach der anderen. Jetzt wieder hier. Ei. Ich habe viele große Ereignisse unserer Zeit gesehen. Und immer wart ihr dabei. Mhm. Interessant. Mhm. Das stimmt. Ein wenig mehr Körper. Eigentlich bin ich hier, um mich meinen eigenen singenden Schüler zu kümmern. Ihr könnt euch mit seinen Anhängern herumschlagen. Ich hatte eine Zukunftsvision und sie war sehr besorgniserregend. Rote, vergiftete Flüsse und Leichen in den Straßen. Und dieses Jambani... Diese Jambani erklärten sich zu den neuen Herrschern von Suldazar. Das darf nicht passieren. Zu eurem Glück weiß ich, was zu verhindern. Ihr werdet bemerken, dass eine wichtige Zutat in ihrem Kessel fehlt. Er starrt euch an. Vielleicht etwas, das ihnen ein wenig Körper verleiht? Verbessert, zwei Gebräue von den Atal Jamba Akolyten zubereitet wurden. Oh mein Gott, was für Namen, ey. Ah, gute Sachen, mache ich. Die Urne der Stimme. Wohl Jamba besitzt die wahre Sicht. Er wird sich also in diesem Moment schon auf uns vorbereiten. Seine wahre Sicht ist aber fehlerhaft. Wir werden sein Dasein ein Ende bereiten und seine Anhänger gleich mit ihm untergehen lassen. Euer Werkzeug dazu ist die Urne der Stimme. Nehmt sie euch in der Kunde Tal Grob. Zerstört seine Golems und Masken. Sobald ihre Geister befreit sind, werden sie die Urne füllen. Versucht nicht zu sterben, wenn ihr sie haltet. Urne der Stimmen ist nicht wählerisch. Damit 30 Seelen uns von Gegnern in Tal Grob. Finstere Zeiten, Bray. Ich habe eine Nachricht für meinen alten Schüler. Ihr werdet mich finden, wenn ihr die Narren erledigt habt, die ihm hörig sind. Okay. Da bin ich aber mal gespannt. Hi. Gut. Nein, kein Seelenschlag. Ich sagte, tot. Ich habe kein Ziel. Falsch? Ja, ihr lagt falsch. Aha. Nur nicht so schüchtern. Nein, ich bin nicht schüchtern. Nahrung für das Voodoo. Es bleibt keine Zeit. Sie entziehen uns unsere Seelen. Benutzt uns, dunkles Voodoo. Lorpriesterin Izitas Geist entschwindet und ihre Stimme klingt sanft und fern. Die Totems, verbrennt sie. Dann werden wir frei sein. Okay, dann machen wir das mal, ne? Totem kaputt machen und... Hi. So, und auch du wirst einmal... Ja, wir kriegen das schon hin. Ich bin ja gut dazu vielleicht. Ich muss so, zuerst tot, etwas anvisieren. Totem kaputt machen. Und hier ist doch schon wieder so ein... Geh ich mal hier hoch. Will ich den haben? Oh. Ist wahrscheinlich hier unter uns, oder? Hm. Oder ist er das gewesen? Merkwürdig, man weiß es nicht.
Oh, so, jetzt ein bisschen durcheinander. Was ist denn hier wieder? Ein bisschen hier wieder, hä? Hexendoktorin Yangala. Okay. Wollen wir da mal hin? Lass mich los, Mann. Los mit dir. Ach, nee, guck mal. Ich muss hier nur... Hi. Gebräu verbessert. Ja, nice. Ja, finde ich lustig. So, hier. Kann ich denn hier runter? So, gibt es hier einen normalen Weg runter? Wenn ja. Warum sollte ich dann. Hi. Wissenschaft ist die einzige Lösung, Jangala. Ich will eure Kräfte nicht geringschätzen, aber Hokus Pokus ist kein Ersatz für aggressive logische Alchemie. Das ist eine Herzenssache, Kaya. Nee, Kalal. Der selbst kommt. Ja, aber nicht. Was willst du? Was? Kolossale Kuppelei. Wir haben ein Problem. Es geht um die Liebe und ihr kommt gerade rechtzeitig. Was? Die weißen Brutosaurier, das Männchen Benjin und das Weibchen Makafon sind die letzten ihrer Art. Alle anderen sind nicht mehr. Die Liebe scheint nicht zu interessieren. Würdet ihr mir meiner neuen Freundin Kala helfen, ihnen eine letzte Chance auf eine Zukunft zu bieten? Platziert meine Voodoo-Tote mit ihrer Nähe, somit ihre Gefühle spüren. So kann ich hoffentlich einen Weg finden, ihnen zu helfen. Oh, Love is in the Air? Ja, das mache ich doch. Komm. Love is in the Air. Na, 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 na. Du bist mir nicht böse, ne? Gut. Oh. Ist müde und zu friedlich. Er wird sein Revier nicht mehr verteidigen. Er hat sein Mojo verloren. Ja. Whatever. Gehen wir mal da hinten hin. Love is in the. Na, 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 na. Richtig, liebe Leute, ich kann das Lied nicht. Also der Text ist mir aber auch scheißegal. Geht zum nächsten Bronto. Dann gibt es hier mal ein Totem, ein Liebestotem. Ein Viagra-Totem sozusagen. Alter, nicht ich. Geh weg. Hier, ich. Davon ist unruhig. Irgendwie fühlt sich das Land hier fremd an. Sie ist nicht in Stimmung für leidenschaftliche Gefühle. Tja, das ist schade. Das ist sehr schade. Aber man hat es ja versuchen können, ne? Ne? Versuch macht klug. Und schau mit V und so weiter, ne? Also, ne? Geh denn jetzt mal. Ich habe nämlich was zu tun. Geh schon. Wie ich mich auch immer wieder ablenken lasse, ne? Immer wieder lasse ich mich ablenken. Ah, was denn? Ich hätte ein Gebräu brauen können, mit dem man Hirnscans zum Brontosaurier macht und Analysen durchführen kann. Ich meine ja nur. Ihr wollt einen rechteckigen Totem und runden Totemhalter stecken? Der Voodoo kann Stimmungen fühlen. Was kann Stimmungen fühlen, Goblin? Komm. Ja, wir müssen Benjin zu neuer Anziehungskraft verhelfen und Marker von ihre Stimmung bringen. Was wird uns da besser voranbringen? Voodoo oder Wissenschaft? Alter, sprecht mal vernünftig. Ich hasse das. Och nö. Och nö. Oh, ich lass mich ablenken. Gut, die richtige Stimmung. Wenn es um Liebe geht, ist Stimmung alles und Makafon ist wohl nicht in Stimmung. Das Voodoo-Räucherwerk von der erfahrenen Hexendoktorin wie mir selbst würde sicher die Flamme des Muttergeistes in ihren Herzen entfachen. Dafür eignen sich am besten Duftbinsen, die wir im Dschungel finden. Die Binsen der Zandalari wachsen in der Nähe des Wassers. Sammeln eine ordentliche Menge, dann fertige ich die Räucherwerkbündel, das für Stimmung sorgt. Okay? Also Duftkerzen, ja? Dann gebe ich eine Delikatesse. Ein romantisches Essen sorgt für einen Abend voller Liebe. Das gilt für uns, also warum nicht auch für Makafon? Bringt ihr etwas Seltenes, das ihren Geschmack trifft? Die Metrodons am Wasser fressen harte Samenkapseln und verdauen sie nur teilweise. Mit ein bisschen Voodoo können wir die Kapseln verzaubern. Das ist für euch und für mich eklig, aber für Brutosaurier ein seltener Leckerbissen. So ist das im Leben. Es gibt genug die Metrodons, also müssen ein paar sterben, damit ihre Brutosaurier leben können. Das ist der Zweck des Todes. Besorgt 25 halbverdaute Kapseln aus den Bäuchen. Ach, ist das ekelig. Ja, da, wenn ich das essen würde, da hätte ich auch voll Bock auf Schnickschnack und so, ne? Aggressive Paarungsstrategie.
Aggression ist gut. Ich stimme Django dazu, dass Benjin sich ein wenig passiv verhalten muss, wenn das alles funktionieren soll. Ich werde beweisen, dass die Wissenschaft der beste Weg ist, indem ich eine Injektion für ihn herstelle. Die Alchemie lehrt uns, dass bei dieser Gattung ein Stoff aus der Gallenblase für die Aggression zuständig ist. Die Klingenschwingen dieser Gegend greifen ständig an. Sie haben mehr als genug Aggression für unsere Zwecke. Sammelt einige ihre Gallenblasen, dann mische ich eine Kur, die unseren Großen im Nu wieder in Schwung bringt. Aber ist das euer Ernst? Gallenblasen? Halbverdaute Steine? Bah! Ey, dann pimpern die halt nicht. Ist doch scheiße. Scheiß doch drauf, ey. Bah! Guck nicht so doof. Wegen dir muss ich jetzt... Ach, ist das ekelig. Nee, ich bin raus hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.